Als nächstes kommen wir mal zu der aktivierten Zirbeldrüse. Welche Vorteile hat man denn, wenn die Zirbeldrüse aktiviert ist? Ich glaube, da können wir jetzt eine Menge Beispiele bringen, was möglich ist mit dieser Zirbeldrüse, die da feuert und feuert und feuert. Ja, da fällt mir zum Beispiel ein, man kann Zirbeldrüsenflashs haben. In beide Richtungen, Zukunftsflashs, Vergangenheitsflashs, Déjà-vus. Ja, zu den Déjà-vus werden wir euch ein extra Video anhängen, das ihr euch anschauen könnt. Das geht, glaube ich, ungefähr eine halbe Stunde. Und Déjà-vus, finde ich, sind ja auch ein sehr faszinierendes Thema. Mit den Déjà-vus kann man praktisch an seinen Ursprung kommen, in die Realität, in die man eigentlich wirklich will. Und kann aber auch erkennen, dass wir eigentlich gar nicht wirklich hier sind, weil die Déjà-vus aus der Zukunft geschickt werden. Aber schaut euch einfach das Video mal an, denn da erklären wir alles ganz ausführlich. Zu den Zukunftsvisionen, ja, das ist ja schon, wie das Wort sagt, ihr könnt einen Blick mit der Zirbeldrüse in eure Zukunft werfen, in eine bestimmte Zeitlinie, was euch so erwarten wird. Ihr könnt dann sehen, ah, in 3 Monaten heirate ich bla bla bla, mein Freund XY. Oder da wechsle ich meinen Job oder ich kaufe mir einen neuen Hund. Jedenfalls, sowas sind Einblicke in die Zukunft. Meist natürlich sind sie nicht so banal, sag ich mal. Das Gleiche gibt es natürlich auch in die andere Richtung. Ihr könnt dadurch vergangene Leben sehen. Ja, ihr könnt damit eben in vergangene Leben gucken. Ihr könnt damit Einsichten oder Informationen von eurem höheren Selbst erhalten durch diese Zirbeldrüsenflashs, indem euch sozusagen Informationspakete geschickt werden in euer Gehirn, dass das dann translatiert, dieses Paket, die Informationen aufschlüsselt und plötzlich habt ihr aus einem Paket 1000 Informationen und ein Wissen von Dingen, wovon ihr vorher überhaupt gar keine Ahnung habt. Das sind so auch für mich irgendwie Zirbeldrüsenflashs, ja. Also das ist zum Beispiel mit der Zirbeldrüse möglich. Ja, und all das kann man eben zusammenfassen unter Hellsehen eigentlich, würde ich fast sagen. Ja, genau. Also die hellseherischen Fähigkeiten nehmen durch die Aktivierung der Zirbeldrüse zu. Mhm. Man kann also in die Zukunft sehen. Natürlich heißt es nicht, dass das, was man in der Zukunft sieht, immer hundertprozentig zutreffen muss, weil man sieht eben wahrscheinliche Zukünfte. Also Zukünfte, die eintreten könnten, die aber sehr nahe liegen. Also oft treten die dann ein, muss aber nicht immer so sein. Also wenn man irgendwas Schlimmes in der Zukunft sieht, muss es nicht automatisch bedeuten, dass das dann auch eintritt. Jedenfalls nicht in deiner Realität. Ja. Da du ja viele Realitäten parallel hast, kann das auch einfach sein, dass du das für ein anderes alternatives Selbst siehst oder also. Ja, außerdem abgesehen von Déjà-vus, Zirbeldrüsenflashs und hellseherische Fähigkeiten, die dadurch ansteigen, hat man aber auch im Allgemeinen einen viel, viel klareren Fokus, viel klare Wahrnehmung. Die Sinne werden irgendwie geschärft und man kann sich auch besser konzentrieren und fokussieren auf bestimmte Dinge, die man so im Alltag erledigt oder was einem wichtig ist oder worauf man gern seine Aufmerksamkeit richten möchte. Was mit einer aktivierten Zirbeldrüse noch möglich ist und was dann auch stark auffällt, ist die Anbindung an das kosmische Bewusstsein. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich zum Beispiel Aliens sehen kann. Ich habe jetzt keinen physischen Kontakt mit ihnen oder reden kann ich jetzt auch nicht mit ihnen, aber ich kann sie zum Beispiel sehen. Es ist aber auch möglich, eben interdimensionale Wesen wahrzunehmen. Man nennt das, glaube ich, Channeling. Mit einer richtig stark aktivierten Zirbeldrüse kannst du die natürlich wie mit den physischen Ohren hören und mit denen reden. Bei mir ist das eher so ein einkommender Gedanke, wo man weiß, dass man ihn nicht selbst gedacht hat. Da kann man auch in die Richtung gehen. Ich glaube, das nennt man nicht Hellsehen. Das ist dann, ja, das ist so eher die Anbindung ans kosmische Bewusstsein. Man kann interdimensionaler wahrnehmen, multidimensionaler wahrnehmen. Genau. Ja, eben. Und die 4D-Ebene ist eben, Und unsere physische 3D-Ebene ist eben ein Teil der 4D-Ebene.
nur dass die physischen Augen nur die 3D-Ebene wahrnehmen können, für gewöhnlich. Und nur durch die Zuschaltung der Zirbeldrüse stimuliert das eben hier das Energiezentrum, das ja auch bekannt ist als das sechste Chakra. Und da beginnt man eben auch die 4D-Ebene wahrzunehmen. Und dafür ist das dritte Auge eben da. Die 4D-Ebene wahrnehmen, die Zeitlinien wahrnehmen, Dinge wahrzunehmen, die uns normalerweise mit den physischen Augen völlig entgehen. Und so wie Shiva schon sagte, man kann dann wirklich auch Aliens wahrnehmen, die auf der 4D-Ebene eben vorbeischauen. Gerade jetzt in diesem Moment könnte ein Alien in deinem Zimmer stehen. Oder vielleicht auch jemand in seinem Astralkörper. Und du würdest ihn gar nicht wahrnehmen, weil du nur mit den physischen Augen hinschaust. Wäre deine Zirbeldrüse aktiv, könntest du wahrnehmen, dass jemand auf der 4D-Ebene gerade deinen Raum betreten hat. Es ist auch so, dass deine physischen Augen, genau wie dein Gehirn, nur auf Low Speed laufen. Das heißt, man hat buchstäblich gesagt Scheuklappen vor den Augen. Das heißt, du nimmst nur wahr, was du glaubst, dass es existiert. Würdest du glauben, dass du 4D-Aliens oder 5D-Aliens sehen kannst, dann würde sich dein Bewusstsein erweitern. Das heißt, du würdest auch mit deinen physischen Augen mehr wahrnehmen. Vielleicht ist dir das auch schon manchmal passiert. Zum Beispiel, wenn du nach geradeaus guckst, dann siehst du links aus dem Augenwinkel einen Schatten. Oder du siehst plötzlich eine glitzernde Gestalt, ganz schwach. Dann kannst du schon in 4D oder 5D gucken, aber du glaubst nicht wirklich dran, deswegen kann man es nicht wirklich sehen. Aber würde man die Scheuklappen abnehmen, ich glaube, die Sprüche sind nicht umsonst erfunden worden, und dann würde sich auch die Fähigkeit deiner Augen erweitern, eben durch die aktivierte Zirbeldrüse. Natürlich nicht. Ja. Genauso ist das mit dem Hören. Wir haben eigentlich praktisch Ohrstöpsel drin und eine verschleierte Brille auf. Diese Brillen musst du reinigen und nach die Ohrstöpsel rausnehmen. Und das machst du eben durch die aktivierte Zirbeldrüse und dann verfeinern sich auch deine Sinne und du kannst auch durch diese Sinne Augen, Ohren mehr wahrnehmen. Zum Beispiel eben, wenn du den Schleier um deine Augen herum durch die aktivierte Zirbeldrüse etwas lüftest und klarer sehen kannst, dann kannst du natürlich auch die Aura sehen oder Wesenheiten, wie ich schon sagte. Manchmal sieht man ja so ein Glitzern oder einen Schatten und das sieht man dann schon mehr, aber auch die Aura fängst du an zu sehen. Zum Beispiel hat ja jeder Gegenstand, jeder Mensch, jedes Tier hat eine Aura. Und das ist dieser weiße, kleine, flimmernde Film um den Körper oder das Objekt herum. Das kann man natürlich trainieren und ausweiten, dass du natürlich auch Farben siehst. Aber dieser kleine, weiße Rand, das ist zum Beispiel die Aura. Und die kannst du dadurch auch wahrnehmen lernen. Ja, was haben wir denn noch? Ja, auch das luzide Träumen fällt viel, viel einfacher. Ne? Das heißt, durch die Aktivierung der Zirbeldrüse kommen auch automatisch mehr luzide Träume ins Gedächtnis, ne, die man so nachts hat. Also Träume, in denen man erkennt, dass man träumt. Und wenn man innerhalb eines Traumes erkennt, dass man träumt, ist es der gleiche Effekt. Nämlich alles um einen herum wird viel, viel klarer. Man nimmt alles gestochen scharf wahr und alles wird richtig plastisch und deutlich. Und das ist eben ein luzider Traum. Ein Traum, bei dem man erkannt hat, dass man träumt. Und durch die DMT-Moleküle, die eben manchmal doch von der Zirbeldrüse ins Blut abgegeben werden, falls nämlich die gespeicherte Menge an DMT, die die Zirbeldrüse zurückhält, für den großen Tag, wo man stirbt, kann es manchmal sein, dass die Zirbeldrüse etwas voller wird, als diese erforderliche Speichermenge eben ist, dann schüttet die Zirbeldrüse ein bisschen was aus ins Blut. Und daher kommen auch diese spontanen Erfahrungen, die man so haben kann in der Nacht oder am Tage. Wie Erkenntnisse, plötzliche Erkenntnisse. Oder dass man einen hellseherischen Moment erlebt oder eben luzide Träume hat. Ja, ein typisches Zeichen für eine aktivierte Zirbeldrüse. Das ist, dass du plötzlich Portale vor deinem inneren Auge siehst oder praktisch Wurmlöcher. Und zwar kommen die dann einem wirklich auf einen zu oder weg.
Ich nenne sie praktisch Quantentunnel, weil man damit eben auf die kosmische Ebene kommt, zu den interdimensionalen, multidimensionalen Wesen. Und das heißt, man sieht praktisch ein Ring. Und dieser Ring wird größer, kommt größer auf einen zu und geht hinter einen weg und dann weiter. Und dann kommt noch ein Ring und noch ein Ring und noch ein Ring. Und damit weißt du, du bist praktisch in diesem Wurmloch drin, mit deinem Bewusstsein natürlich, nicht mit dem physischen Körper. Aber mit dem Bewusstsein bist du eben in diesem Wurmloch drin und kannst dann irgendwo rauskommen und plötzlich Dinge wahrnehmen. Sprich, wie ich sehe Aliens. Mhm. Oder höre im Hypnagogenzustand irgendwelche Wesen reden. Oder das höhere Selbst. Du bist eben dann praktisch mit deinem Bewusstsein an das kosmische Bewusstsein angeschlossen und hast eben diese Wahrnehmungen. Diesen Quantentunnel habe ich auch schon wahrgenommen. Genau. In der Meditation mal, ja. Das sind wirklich so runde Ringe, die auf einem zukommen. Mhm. Ja? Und so kann man sich das vorstellen. Also, dass wirklich ein Teil des Bewusstseins oder die Zirbeldrüse zeigt einem dann ein Portal, ein Zugang zu diesem Quantenuniversum oder multidimensionalen Universum oder wie auch immer man das nennen möchte, oder zu dem kosmischen Kollektivbewusstsein, könnte man sagen. Und das äußert sich dann in diesen Quantentunneln. Und außerdem nicht nur luzide Träume oder die Wahrnehmung des Quantentunnels ist durch eine aktivierte Zirbeldrüse möglich, sondern auch spontane außerkörperliche Erfahrungen. Hat man ja vielleicht schon erlebt. Und plötzlich kommt man in die Schlafparalyse in der Nacht, kann den Körper nicht mehr bewegen, weil in dem Moment eben umgeschaltet wird auf den sogenannten Astralkörper oder den Geistkörper. Und mit dem kann man dann seinen Körper verlassen und kann dann ja, durch die Welt gehen, ja, als Unsichtbarer. Genau, mit einer aktivierten Zirbeldrüse kannst du auch Mentalprojektionen provozieren oder auslösen. Das heißt Bewusstseinsprojektionen. Das heißt, ich bin plötzlich Jonathan. Nein, ich bin mit meinem Bewusstsein kurz in Jonathans Körper zum Beispiel oder in einer Katze oder in einem Ball. Da haben wir auch ein Video zu gedreht, zu Bewusstseinsprojektion. Das werden wir auch als Zusatzvideo hinten anfügen. Aber das ist auch eine Möglichkeit, wie sich das äußern kann, eine aktivierte Zirbeldrüse. Ja, Bewusstseinsprojektion. Sehr, sehr spannend. Ja, das Spannende an der Bewusstseinsprojektion ist ja, dass man sein Bewusstsein in ein anderes Lebewesen transferieren kann und dann mal die Welt aus seiner Sicht wahrnimmt. Und das stärkt natürlich auch die empathischen Fähigkeiten, die man besitzt. Das heißt, die empathischen Fähigkeiten werden dadurch immer stärker und stärker. Man kann sich viel besser in andere Personen hineinversetzen und kann die auch viel, viel besser verstehen. Was dadurch noch spürbar wird, ist, dass wir alle eins sind. Dass nichts voneinander getrennt ist. Man spürt also praktisch plötzlich die Verbindung zu allem. Und dass es keine echte Trennung gibt, dass alles miteinander irgendwie verbunden ist, energetisch. Das kann man dadurch auch zumindest schon mal sehen und fühlen. Außerdem, weiterer Vorteil der aktivierten Zirbeldrüse ist, dass man eben eine stärkere Suggestionskraft hat. Denn durch die unterschiedlichen Zustände, Bewusstseinszustände, die man da erlebt, oder indem man sich eben ins Bett legt und meditiert, kommt man auch tiefer in die Zustände rein, in denen Suggestionen viel stärker wirken. Wenn man dann irgendeinen Wunsch hat oder eine Veränderung in seinem Leben herbeirufen möchte, kann man eben in diesen Zuständen mit einer aktiveren Zirbeldrüse viel, viel stärker die Suggestionen platzieren und können dann schneller in die Realität, in die physische Realität umgesetzt werden. Außerdem kann man auch noch mit der aktivierten Zirbeldrüse viel, viel besser Manipulationen erkennen. Manipulationen, wie sie uns in der Presse begegnen, in der Großpresse oder im Fernsehen. Da kann man dann zum Beispiel plötzlich zwischen den Zeilen lesen und kann da eben erkennen, wo da die Manipulation der Massen platziert worden ist. Das ermöglicht eben die Zirbeldrüse. Man kann dann auch nicht mehr so schnell reingelegt werden, könnte man sagen. Ja. Nicht mehr so schnell ausgetrickst werden, weil die Zirbeldrüse einem dann zeigt, worum es dem anderen wirklich geht. Mhm.
Und worum es dem anderen wirklich geht, muss ja nicht konform mit dem sein, was der andere erzählt. Ich glaube, das ist selten der Fall. Und da kann man eben mit der aktiven Zirbeldrüse besser hinschauen, weil man schaut ja mit drei Augen hin und nicht nur mit zwei. Ja, ein weiterer Vorteil oder Fähigkeit ist, man nimmt die Frequenzbereiche viel besser wahr. Sprich, du bist nicht nur noch auf der 3D-Ebene, sondern du kannst natürlich auch schon die Zwischenbereiche, man darf jetzt nicht so in Dimensionen denken, sag ich mal. Also die meisten sagen, man ist in der 4. Dimension oder 5. Dimension oder 6. Dimension, aber es ist eigentlich viel sinnvoller, in Frequenzbereiche zu unterteilen, weil eine Dimension hat wahrscheinlich, keine Ahnung, 100.000 Frequenzbereiche und die interdimensionalen Wesen sind auf verschiedenen Frequenzbereichen anzufinden. Nicht jeder ist auf 100 Hertz oder auf 1.000.000 Hertz, sondern es sind so viele Frequenzbereiche, die du lernen kannst wahrzunehmen, zum Beispiel auch durch das Ohr. Meistens hörst du ja vielleicht so eine Art Fiepen oder so, da kommen wir natürlich noch später genauer drauf. Aber wenn du ein Fiepen hörst, dann denkst du, oh scheiße, ich habe einen Tinnitus. Nein, du hast eigentlich keinen Tinnitus, du hast nur die falsche Radiofrequenz, sag ich mal, eingestellt. Wenn du ein bisschen am Sender schrauben würdest, das heißt die richtige Frequenz einstellen würdest, dann würdest du feststellen, irgendein Alien versucht da gerade mit dir zu kommunizieren oder dein Geistführer oder dein höheres Selbst, irgendjemand möchte eben gerade mit dir kommunizieren, du hast nur leider den falschen Sender drin. Und das geht natürlich auch mit den Augen, das heißt, du kannst andere Frequenzbereiche wahrnehmen, zum Beispiel von unterster 4D bis nach oben nichts offen. Ja, zum Beispiel kann man auch im Dunkeln plötzlich besser sehen. Also nicht nur die Umgebung kannst du besser sehen. Wenn du zum Beispiel deine physischen Augen und die Zirbeldrüse miteinander koppelst, sage ich mal, kannst du dann plötzlich auch deinen ätherischen Körper um dich herum wahrnehmen und sehen. Das heißt, du siehst deine Aura plötzlich auch um dich herum, im Dunkeln. Ja, oder wie du mal gesehen hast, stockdunkel, ne? Dass du plötzlich ja, das Zimmer ganz klar sehen konntest. Das war, als würde die Sonne scheinen. So hell und klar war das. Mhm. Oder die Dame, die du gesehen hast, die da plötzlich stand, die konntest du ja auch physisch komplett sehen, im Dunkeln. Da war eine Astraldame zu Besuch. Mhm. Ja, und es war stockdunkel im Zimmer und die stand dann da. Ich konnte sie ganz deutlich sehen. Ja. Wie physisch. Also ich habe schon im Laufe meines Lebens ein paar Leute kennengelernt, die auch eine ziemlich aktive Zirbeldrüse haben. Und ein, zwei waren darunter, die neben Verstorbene sogar war. Ganz normal, in Anführungsstrichen, mit den physischen Augen. Also sie erscheinen ihnen ganz physisch. Und wenn die dann in einen Raum kommen, dann müssen die halt immer nachfragen, wie viele Leute sind hier in dem Raum? Ne? Und wenn die sagen 3 und sie sieht dann 4 Leute im Raum, weiß sie, einer davon ist ein Verstorbener. Ne? Genau. Also so ähnlich können die Wahrnehmungen sogar werden. Ne? Also so stark, dass man die kaum vom Physischen unterscheiden kann. Das liegt eben daran, dass die Zirbeldrüse die gleichen Sehbahnen oder Sehnerven benutzt wie das physische Auge. Aber wenn du zum Beispiel gerade erst auch anfängst, deine Zirbeldrüse zu aktivieren und zu entkalken, und dann kannst du vielleicht noch nicht diese Wesen direkt physisch sehen, aber zum Beispiel hast du auch eine Ahnung. Zum Beispiel fühlst du dich plötzlich in deinem Zimmer unwohl oder du hast das Gefühl, da ist jemand. Das deutet auch schon auf eine aktiviertere Zirbeldrüse hin, denn dieses Gefühl, auf das sollte man hören, denn dann ist da auch jemand. Dann ist da gerade entweder ein Astralreisender oder ein Verstorbener im Raum. Mhm. Also man kann es schon spüren. Das sind so die ersten Anzeichen auch, dass deine Zirbeldrüse anfängt zu arbeiten. Ja. Das Gespür verfeinert sich. Alle Sinne verfeinern sich. Also das Spüren wird besser auch. Ja. Wenn du also im Klo sitzt, ne? Und du hast das Gefühl, du wirst beobachtet, dann ist dem auch so. Dann wirst du auch beobachtet. Mhm. Du siehst halt die Person nicht, aber deine Intuition sagt dir, hey, du bist nicht mehr allein. Ja? Da muss man sich auch keine Sorgen machen oder Ängste haben. Nein. In dem Moment, weil die kann einem ja nichts. Die guckt nur. Ja? Halt irgendein Voyeur oder vielleicht ein Freund, der eben da gerade einen Teil seines Bewusstseins zu dir projiziert hat
Und das registriert eben die Zirbeldrüse, beziehungsweise deine Intuition sagt dir dann, hey, da ist jemand. Ja. Richtig, die Intuition wird gestärkt. Ja, richtig, die Intuition wird gestärkt. Das Körpergefühl wird auch gestärkt, sprich, du spürst körperlich, wenn etwas sich stimmig für dich anfühlt. Also deine Intuition sagt dir, das fühlt sich stimmig an und dann reagiert auch dein Körper darauf. Das heißt, du bekommst vielleicht eine Gänsehaut oder dich durchzuckt etwas oder dein Körper reagiert eben auf deine Intuition, die gestärkt wurde durch die aktivierte Zirbeldrüse. Okay, noch ein weiteres Beispiel, was möglich ist mit einer aktivierten Zirbeldrüse. Interdimensionales Reisen zum Beispiel. Das heißt, du nimmst dein Bewusstsein und kannst wirklich überall unterwegs sein. Du siehst, das geht auf mehrere Arten, entweder eben durch diese Mentalprojektion, Bewusstseinsprojektion, oder du siehst neben deiner physischen Realität die interdimensionale Realität. Das heißt, du kannst neben, ich sehe dich, und daneben sehe ich noch einen Arcturianer, sag ich mal. So, das wird dann beides parallel angezeigt und du kannst dann hin und her switchen und durch ferne Welten und andere Planeten, ins freie Universum, in diesem Universum, Astralebene. Du kannst damit alles besuchen. Das nennt man dann interdimensionales Reisen und du siehst dann auch all die Wesen. Und dafür braucht man natürlich schon eine sehr, sehr aktivierte Zirbeldrüse, um das so hinzubekommen. Aber das ist auch noch ein Vorteil, eine Möglichkeit. Mhm. Oder du lernst dadurch oder du kannst wirklich channeln. So wie das Medium Jane Roberts, die den Seth gechannelt hat. Das heißt, er hat da auch wirklich dann eine sehr konkrete Anbindung an ein bestimmtes multidimensionales Wesen und kann die Botschaften dadurch auch sehr klar rüberbringen. Und durch nur eine halbwegs aktivierte Zirbeldrüse bekommt man halt intuitiv etwas rein, was natürlich aber durch den Verstand interpretiert wird und dadurch können natürlich auch viele Channeling-Botschaften missverstanden werden oder fehlinterpretiert werden und das verfällt natürlich die Klarheit und Reinheit, aber ich glaube, die Jane, die war da schon sehr aktiv und hat das da sehr klar rübergebracht. Ja, auf jeden Fall. Also das ist so, was die ganzen Channeling-Medien betrifft, würde ich sagen, Jane Roberts ist da wirklich so die unverzerrteste, würde ich fast sagen. Ja, das sind so die Vorteile einer aktivierten Zirbeldrüse bzw. eine Übersicht. Natürlich kommen wir dann auch detaillierter darauf zu sprechen in der nächsten Zeit. Und da kann man sich jetzt mal ein Bild machen, was hat man eigentlich davon, wenn man seine Zirbeldrüse aktiviert. Ja. Man hat praktisch eine Vielwelt sozusagen. Man hat nicht nur eine Welt, die 3D-Welt, sondern eine Vielweltmöglichkeit. Mhm.